Domradio. Neues aus Kirche und Religion. Mit Gottesdiensten in vielen großen Bischofskirchen ist am Sonntag ein neuer Reformdialog der katholischen Kirche in Deutschland eröffnet worden. Nach dem symbolischen Auftakt steht Ende Januar 2020 die erste Synodalversammlung in Frankfurt an. Kardinal Marx sagte in seiner Predigt, es gehe darum, aufeinander zu hören und auch bei unterschiedlichen Meinungen zur Einmütigkeit zu finden. Nach der schrecklichen Erfahrung, dass sexueller Missbrauch in der Kirche stattgefunden hat, gelte es nun, Gefährdungen systematischer Natur anzuschauen, etwa falsche Herrschaftsorganisationen. Mit dem auf 2 Jahre angelegten synodalen Weg wollen die Bischöfe und das ZDK über die Zukunft kirchlichen Lebens in Deutschland beraten. Ein Ziel ist es, nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Julia Reck, Nachrichtenredaktion. Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer erwartet deutliche Veränderungen vom Reformdialog Synodaler Weg in der katholischen Kirche in Deutschland. Es wird sicherlich nicht leicht werden, sagt er im Interview der Augsburger Allgemein. Er sei aber zuversichtlich, dass die katholische Kirche am Ende eine andere sein werde als jetzt. Sie werde in Zukunft deutlich partizipativer und weiblicher sein. Wilmer ergänzte, dass der am Sonntag begonnene synodale Weg auch eine Folge des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche sei. Um künftig Fälle sexualisierter Gewalt zu verhindern, brauche es mehr Gewaltenteilung und eine Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit und dem Staat. Mehr zum Thema auf domradio.de. Mit Fragen gerechter, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung befasst sich heute eine Tagung im Vatikan. Dabei sprechen Theologen, Vertreter internationaler Organisationen und Wissenschaftler über Konzepte von Entwicklung und Praxiserfahrungen. Anlass des von der Vatikanischen Entwicklungsbehörde organisierten Treffens ist die Veröffentlichung der Enzyklika Caritas in Veritate von Papst Benedikt XVI. 2009. Anlässlich der damaligen Wirtschafts- und Finanzkrise befasste sich der Papst damals mit Möglichkeiten, die Globalisierung positiv zu nutzen. Die Deutsche Bischofskonferenz wirbt für eine inklusive Kirche. Behinderte und nicht behinderte Menschen sollten mit ihren jeweils eigenen Gaben Leben und Glauben gemeinsam gestalten, erklärte der Vorsitzende der Pastoralkommission, der Osnabrücker Bischof Bode. Anlass ist der von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen, der seit 1993 jährlich am 3. Dezember begangen wird.